Willkommen zu The Recottering, dem besten Podcast Österreichs. Mein Name ist Paul und ich bin wie immer euer Host. Heute ist der 30. Dezember 2014 und dies ist die 6. Folge. Mein heutiger Gast ist, wie ihr hört, Alex. Hallo! Und ja. Der Alex hat schon ein bisschen Wein getrunken. Der Wein hat aber nichts zu tun. Ja? Ja, nein, bitte nach dir. Nein, du machst deine Einführung, ich bin ganz still. Okay, also. Schau, du bist der Erste, der sich nicht zusammenreißen kann. Und ich hatte den Thomas und den Patrick schon hier, ja. Das ist echt faszinierend. Aber ich muss auch sagen, die Folge war auch verdammt gut, die wir uns angeschaut haben. Und wir stürzen uns gleich rein und das erste Überthema, das wir uns annehmen, ist der Fall selber. Das ist das erste Mal, dass der Cottern nicht wegen einem Mordfall zu einer Szene gebracht wird. Es ist nämlich wegen einem Raubüberfall, der in einem der tollsten Wiener Postämter überhaupt passiert. Irgendwo in Hintertupfingen? Ja, es soll der 11. sein anscheinend. Es sah aus wie es gibt so ein kleines Dorf nahe der ungarischen Grenze, wobei das ist die slowakische Grenze. Das Ganze heißt Witzelsdorf. Ja, und in Witzelsdorf passiert das Ganze. Nein, das sieht ungefähr so aus wie Witzelsdorf. Das sind so 80 Leute oder sowas. Warte, gibt's Witzelsdorf wirklich? Ja. Also, ach so, okay. Nein. Ich habe gedacht, das ist nein, einfach, weil sie so viele Witze dort machen. Mein Großvater hat meinen Eltern zum Hochzeitstag dort mal ein Haus geschenkt. Ah, ich glaube, du verscheißt das nicht. Nein, ich verscheiße dich nicht. Ich würde dich verscheißen, wenn ich sagen würde, das heißt Witzbolzdorf. Okay. Es heißt Witzelsdorf. Ja. Es leben dort 70 Leute oder 80 Leute. Wenn irgendjemand zuhören sollte, der dort wohnt, es tut mir sehr leid. Ich glaube nicht, dass die Witzelsdorfer sich Podcasts regelmäßig... Haben die Internet in Witzelsdorf? Das ist eine verflucht gute Frage. Das ist ungefähr 1,5 Stunden von Wien. Naja, nein, so lange ist es nicht. Weißt du, sie kriegen nur einen slowakischen Fernsehsender rein. Es sieht danach aus, okay. Wirklich, du fährst halt so. Und das sah ganz genauso aus. Die Postfiliale sah halt irgendwie so aus, als ob das. Ja, aber du musst auch dazu sagen, man muss ja auch dazu sagen, dass das fast 30 Jahre her ist. Also. Es sah nach 100 Jahren aus. Ja, außer die Autos und die Puffen. Nein, also jetzt nur das Postamt. Nur das Postamt selber, ja. Das aber gefüllt ist mit wirklichen Wienern eigentlich und Wienerinnen. Also das den hat man wirklich abgenommen, dass das Beamte sind, weil sie das Erste, was sie machen, ist nämlich nichts. Sie sind am Oberzahn. Doch, sie spielen Schiffe versenken. Nein, das ist falsch. Falsch! Was? Falsch! Warum? Was? Das Schiffe versenken war die Szene danach. Das war dann beim Cottern. Der Cottern spielt Schiffe versenken. Ja, aber das waren ja vorher keine Polizeibeamten, das waren vorher Postler. Ha? Das waren vorher Postbeamte. Ja. Also ich habe Polizeibeamte verstanden. Ja. Nein, die Postler, das Gleiche. Die Postler sind am Arbeitszahn. Achso, ja, na gut, ja, okay, gut. Das ist die gut, sind ja, wirklich am Arbeitszahn. Das ist Post. Ja, weil der eine beschwert sich darüber, dass irgendjemand auf dem Brief die falsche Postleitzahl draufgeschrieben hat. Und das war's. Und dass es kurz vor 12 ist und man tut eh nichts mehr. Aber das sah auch danach aus. Ich weiß nicht, ob der 11. damals wirklich so klein war. Aber das sieht danach aus, als ob dort 50 Leute in der Umgebung wohnen. Das heißt, sie haben vielleicht einmal in der Woche irgendeinen Kunden, der da hereinkommt. Ja, genau. Jedenfalls, das Postamt wird überfallen. Woraufhin einer von denen als Geisel genommen wird. Mhm. Und die zwei wirklich, wirklich... Ich muss sagen, also schmierig ist das falsche Wort. Wie würdest du die zwei Räuber bezeichnen? Schwer professionell. Vor allen Dingen die Schwimmerbrillen. Sie hatten professionelle Schwimmerbrillen. Und gleich bevor sie aus dem Auto ausgestiegen sind, haben sie nochmal abgeklärt, sie müssen sich unauffällig verhalten. Und sie haben sich auch extrem unauffällig mit diesen Schwimmbrillen verhalten, draußen auf der Straße. Ja. Vor allem, weil dann, wie sie aus dem Postamt wieder rausstürmen, einem Passanten vorbeikommen. Und deren fragt, was hier los ist, und sie sagen gleich, na, haben sie noch nie einen Postüberfall gesehen. Ja, gar ein Postraum. Ja. Aber weißt du, aber vielleicht war der Typ auch irgendwie so dermaßen fasziniert, überhaupt andere Menschen zu sehen in dieser kleinen Gemeinde. Das kann das natürlich auch sein. Ich habe gar nicht darüber Gedanken gemacht, ob es jetzt ein Postüberfall ist oder sonst was. Und vor allem, er hat mehr Geld gesehen, als er je in seinem Leben gesehen hat, weil er hätte zur Polizei gehen können. Aber er hat sich dann das Bündel Geld, das sie fallen haben lassen, hat er sich gleich eingnarrt
Und das Beste ist, wir wissen nicht, was für ein Geld es ist. Die englischen Pfund, ja. Waren es englische Pfund? Nein, aber es gibt... Es hat ausgeschaut wie fotokopiertes Geld. In diesen ganz, ganz alten englischen Filmen, ja. wo du noch diese komischen Pfund hast, die einfach nur so ein Stück Papier sind. Ach so, okay, so ja. A5, ja, A5 diese Noten. Groß. Genau, ja. Danach hat es irgendwo ausgeschaut. Okay. Davon abgesehen, dass das nach Druckerpapier ausschaut. Ja, aber das hat keinen Platz im 11. Bezirk in einem Postamt. Vielleicht haben sie es, was die so, von irgendeinem anderen ORF-Produktion auf einer anderen Seite, wo Vielleicht hat der 11. Bezirk damals seine eigene Währung gehabt. Ja, das kann sein, ja. Ja. Jedenfalls. Andere Welt, andere Sitten. Großartig jedenfalls, weil den Typen sehen wir nie wieder. Der hat absolut keinen... Es gibt immer wieder so reingetupft Nebendarsteller, die dann nie wieder auftauchen, die einen Witz haben, falls es ein Witz ist, und dann nie wieder auftauchen. War sein Erzfeind, dazu kommen wir gleich noch, aber war sein Erzfeind ein reoccurring Character oder? Wessen Erzfeind? Jetzt der Typ, der das Ganze. Nein, das ist das erste Mal, dass das vorgekommen ist. Okay, weil das ja. kam so vor, als ob es so Moria. Also war. Jedenfalls, sie bringen den Entführten, also den, ja genau, die Geisel, also sie wechseln das Auto, weil sie sind kluge Räuber, dann fahren sie weiter zu einem Weinberg nahe Wien. Du hast vergessen, dass vorher die Postleute noch bis 12.400 zählen sollen. Ja, jetzt, sie haben die Räuber runtergehandelt von 12.500 auf 12.400, ja. Ja, genau. Ich meine, oh Gott. Wenn du tatsächlich bis 12.400... Ich glaube, wenn du bis 12.400 zählst, nach dem dritten oder vierten Mal nochmal von vorne anfangen, glaube ich, ist dann der Film vorbei. Ja, sie haben mir gesagt, nach 1,5 Stunden. Sie haben die Polizei angerufen. Jedenfalls, sie wechseln das Auto, sie fahren zu dem Weinberg hin, und dann kommt der erste Twist, nämlich, einer von den Bösewichten will das ganze Geld für sich behalten und fängt an, lässt die zwei anderen Kompagnons sich gegenseitig fesseln, oder einen fesseln und dann fesselt er den anderen. Jedenfalls lässt er die zwei dort liegen und fahrt selber mit dem Geld weiter zu seinem Chef. Und dann kommen wir zum Kottern, der eben am Schiffe versenken spielen ist, was irgendwie anscheinend das most high-tech Tabletop-Spiel überhaupt ist, zu dem Zeitpunkt. Weil es macht diese ganzen Piu, 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 Piu. Ich weiß nicht, ob die Soundeffekte wirklich alle echt waren. Aber die Explosion am Schluss war definitiv. Allein die Knöpfe mit dem Licht macht das Ganze schon mal das fortschrittlichste Schiff versenken, was ich jemals gesehen habe. Ich habe das nie gesehen in der Form. Ich kenne nur das Plastikding mit dem Stecken und man sagt dem anderen, was passiert. Und wir sind bitte schon Kinder der 80er und der 90er, ja? Nicht und uns ist das trotzdem nicht über den Weg gelaufen. Ja, aber trotzdem. aber die Polizei ist einfach besser ausgestattet als der Normalsterbliche. Das ist wahr. Vor allem, apropos besser ausgestattet, der Chef hat wieder abgegradet und sich noch mehr Fliegenfallen gekauft. Ja, die Fliegenreferenz. Ja, oh Gott. Ist das wirklich ein Ding, was regelmäßig da vorkommt? Ja. Nein, also trägt er auch immer eine Fliege? Hä? Trägt er auch immer eine Fliege? Wie? Also ja, bis jetzt hat er immer Fliegen getragen. Aber der Witz mit der Fliege ist mir erst dieses Mal aufgefallen. Aber er hat eine echte Perversion eben mit der Fliege. Das Modell von der Fliege, das er das letzte Mal hat, ist verschwunden und er hat eine noch größere Version von einem Arkadot. Und im Hintergrund hat er ein Moskitomodell und dazu hat er sich irgendeinen scheiß Fliegen-Moskitosong. Nein, aber vor allem, weil der Boss ist ziemlich nutzlos in der ganzen Story. Es wäre mir nicht aufgefallen. Er ist nur für die Witze, er ist nur für Fliegenwitze da. Und dass er regelmäßig von der Tür erschlagen wird. Ja, und dass er. Oh, und dass er sich die Hand aufspießt. Er hat an den Notizzettel. Oh ja, ouch. Er schlägt mit seiner bloßen Hand, weil er vor Wut schlägt auf den Tisch und trifft leider diesen Notizzettel-Spick und haut halt sich die ganze Hand durch. Ja. Apropos Tisch, was ist ein Tesch? Das war der beste. Ein Druckfehler. Das heißt eigentlich Tisch. Oh Gott. Einer von den Räubern erzählt einen Witz und das ist der schlechteste Witz in der ganzen Folge. Er hat früher eine Karriere gemacht als Comedian. Obwohl der andere Typ mit seinem Spruch, der andere Typ, ergreift ja dann die Flucht, nachdem er die Geisel und seinen Kameraden gefesselt hat, ergreift dann die Flucht und sein betrogener Kamerad fragt ihn dann, ob er das Auto nimmt und er meint daraufhin, ohne Führerschein, nein, natürlich nicht. Oh ja, natürlich. Nervenschützend Bahn benutzen.
Ja, hey, du, komm schon, das ist besser, als was die ÖBB jetzt als Spruch hat. FF, viel Vergnügen. Lügen. Nein, was hat die ÖBB jetzt? Die Bahn kommt? Nein, das ist... das hört sich in einem Porno an. Ich glaube, das ist die Bahn kommt. Ich glaube, das ist wie heißt das? DDB? Nein, DBB. Na, fuck. Wie heißt die Deutsche Bahn? Ja, DB. DB. Das ist die ÖBB und die DB. Oh Gott. Ja. Also, wo ist die Bahn kommt, ist die was Deutsche ist der Bahn. Punkt? Und bei der ÖBB ist es, wir kommen regelmäßig zu spät. Und das Schlimme ist, die österreichische Bahn ist immer noch besser als die deutsche. Ja, doch, ja, im Durchschnitt, ja. Es fällt halt mehr auf, wenn du regelmäßig in Österreich die Bahn benutzt als in Deutschland. Aber. Die Österreicher verwenden auch die deutsche Bahn, die österreichische Bahn, die österreichische Bahn öfters als die deutsche. Also, tut mir leid, liebe Zuhörer, das muss ich mir ein Desaster anhören. Aber das ist der Podcast definitiv, um den meisten gelacht wurde. Es tut mir leid. Aber es ist auch klar, weil das ist meiner Meinung nach zumindest die lustigste Folge bis jetzt. Und jedenfalls, der Fall ist eigentlich eben der Raubüberfall und dann wird eben einer von den Typen dann bei Minute 50 oder so gibt es dann die erste Leiche. Ja, nachdem der Osterhase, ein Simmeringer, der nur Englisch spricht. Oh, das Charakterdesign ist so viel besser als in den vorigen Folgen. Fein. Ja. Oh, Gott. You idiot. Ja, es stellt sich dann heraus, dass es eigentlich so ein Mastermind gab für den Raubüberfall. Genau. Der Verein für Kriminalsoziologie, ja. Der Chef von der Verein für Kriminalsoziologie ist anscheinend. Bei dem du nur hineinkommst, wenn du irgendeine Melodie, ich weiß nicht mehr, was er gespielt hat, er hat irgendeine Melodie anläuten müssen, bevor, also der Räuber hat irgendeine Melodie spielen müssen, bevor er bei dem und das ist nicht der Radetzky-Marsch. Nein, ist es nicht, aber es ist irgendwas. Biene-Meier. Nein, Verflucht? Ich weiß es nicht. Egal, darum geht's auch nicht. Jedenfalls, darum geht's nicht. Das ist einer der schwächsten Stellen. Schau, ich bin der Schwächteste jetzt derzeit anscheinend. Einer der schwächsten. Ich kann nicht schwach sagen. Oh, ich werde schwach. Pass auf, in zwei Sätzen. Ja. Sch und wach. Schwach. Ah! Schlaf? Wo ist mein Punkt? Irgendwas mit. Wir waren beim Mastermind, ja, wir waren genau. bei dem Auftragskiller. Ja. Und der Auftragskiller tötet dann einen von den Räubern. Es war vorher noch was anderes. Ja, es war eine Tonne davor. Es war. Nein, das kommt noch nachher. Die Witze tun wir dann nachher besprechen. Ja, nein. Weil das ist nur der Fall. Ach, du willst nur den Fall okay, durchgehen. Okay, okay, weil, gut. Weil okay. die. Weil okay, es ist gut. So viel. Okay. Es ist einer der. Es ist definitiv die dichteste Folge bis jetzt. Ich bin jetzt still und gebe mich voll und ganz. Nein, gebe mich voll und ganz deiner Ausführung. Führung. Ja. Deiner Führung hin. Ja. Okay, jedenfalls, also, der Auftragskiller wird von einem der Räuber bestellt, auf Anfragen des Chefs genau. hinweg, der dann der Chef beauftragt dann den Auftragskiller, der eben, sein Spitzname ist eben Osterhase und er spricht nur Englisch und er ist nur das Simmering. Und jedenfalls, er bringt dann den Kompagnon von ihm eben um. Den ersten Räuber. Den einen, ja, der die anderen betrogen hat. Genau, richtig. Der wird umgebracht. Dann eben und wird natürlich sofort prompt vom Obdachlosen gefunden. Der anscheinend auch ein Ding ist. Den wir schon aus vorigen Folgen kennten. Der anscheinend auch ein Ding ist, ja. Ah, ja, du kennst das ja noch nicht, aber da kommen wir noch drauf. Da kommen wir noch drauf, was, wie dein Standpunkt zu dem Ganzen ist. ja. Wir haben uns Notizen gemacht und ich schaue gerade auf Alex seinen Zettel und es ist Mayhem. Es ist wildes, es ist wie von einem Wahnsinnigen, wenn jemand auf keine Ahnung, auf einen. Bleib bei der schau ja, in okay. meine Notizen rein, ja. Tu mir nicht schmulen, ja. Ja, okay, ja. Kümmere dich um die Zusammenfassung. Okay, jedenfalls. Ich reiß mich hier gerade zusammen. Okay. Jedenfalls. Hier steht Geschirr auf dem Tisch. High Production Value, Leute. High Production Value. Wir sind ja auch in einem Sounddesign-Studio. jedenfalls, er wird umgebracht,
Der Auftragskiller wird dann noch beauftragt, den Kottern umzulegen, was nicht klappt. Dann wird eben der zweite Räuber befreit sich, kommt zum Chef und wird dann vom Chef umgebracht, weil der glaubt eben, dass er das Geld versteckt hat. Wo gerade noch was ausgelassen worden ist. Also einer der Räuber betrügt ja den anderen und lässt diesen anderen zusammen mit der Geisel in einem Versteck zurück. Ja. Und der Betrüger macht sich aus dem Staub und der Betrogene zusammen mit der Geisel bleibt ja zurück. Und die Geisel befreit sich dann mit der Hilfe des Betrogenen. Ja, genau. Und macht sich dann aus dem Staub. Das heißt, der Betrogene ist gleich ein doppelt Betrogener. Ja. Und was dann mit der Geisel näher passiert, die verständigt zwar die Polizei, aber das war's dann. Mehr kriegt man dann von der nicht mehr mit. Und der Betrogene befreit sich dann eben und dann... Genau. Dann sind wir wieder bei dem Punkt eben von wegen, das heißt, er hat sich mittlerweile befreit. Ja. Er kommt zu einem Mastermind. Ja. Und der glaubt natürlich, dass er das Geld geklaut hat, weil das Geld ist auf einmal weg. 2,5 Millionen Schilling. Eine enorme Summe Geld. Für damalige Verhältnisse zumindest. Ist auch jetzt noch eine gute Menge Geld. Also man könnte sich noch immer eine Wohnung kaufen dafür. Ja, also, absolut. Also es, vor allem, wenn du es anlegst richtig und so. Jedenfalls, schau mich aber nicht so an. Ja, ich weiß. Geld, Mann. Jedenfalls, er bringt ihn um. Also der zweite Räuber wird auch umgebracht. Und die Konklusion ist eben, dass... Wie kommen sie ihm nochmal drauf, dem Mastermind? Achso, ja, sie schnappen offscreen den Osterhasen. Und der Osterhase gesteht. Ja, die Polizei verdächtigt ihn schon vorher, wobei ich nicht ganz verstanden habe, warum. Also weil sie die Assoziationskette so haben, weil sie anscheinend ihn schon früher mal aus an irgendwas aus Fällen, die sie nie gezeigt haben in vorigen Folgen. Okay. Sie haben einfach sie mussten anscheinend einen Widersacher fabrizieren für einen Kopf. Ein Moriarty. Ja, das ist die sehr, 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 sehr wienerische Variante von einem Moriarty. Der Typ strahlt. Wiener Proletentum aus. Aber ist er jetzt eigentlich Psychologe, nein, ein Soziologe oder irgendwie? Wer? Der Oberbösewicht. Nein, er ist nur der Chef vom Verein für Kriminalsoziologie. Ich dachte, das wäre irgendein. Okay, Nein, ist es nicht. Das ist irrelevant. It's just the front. Dazu können wir dann nachher kommen, sozusagen. Ja, okay, ja, und gut. Das ist eben die Konklusion: ist eben, sie stellen dann nochmal den Chef und der Chef wird. Gibt sich dann noch durch seine Dämlichkeit auch nochmal frei, gibt dazu. Und dann ganz am Schluss finden sie noch raus, wo das Geld hingekommen ist. Naja, also die Sache ist, das mit dem Geld haben wir nämlich auch noch nicht erwähnt. Das heißt, haben wir das vorhin gesagt? Ja, dass das Geld ausgetauscht worden ist? Ja, okay, ja, gut. Ja. Das macht der Bayern, ist super leid. Ja, es ist in Ordnung. Du hältst dich besser als der Patrick. Also. Mastermind gibt ihnen noch einen Hint, gibt der Polizei einen Hint, dass die Räuber einen Informanten Tipp, gehabt haben. Ja, einen Tipp bekommen haben. In der Postfiliale. Ein Informant ist schon sehr, sehr glorifiziert für das, was es im Endeffekt war. Also für das, wie das dort ausgesehen hat im 11., glaube ich, ist das auch dementsprechend spektakulär. Es tut mir so leid, wenn irgendjemand im 11. wohnt und auf dem 11. irgendwie das Herzblut hängt. Das ist heute sicher ein ganz, nicht, ganz schöner Bezirk. Aber ich glaube nicht, dass der 11. jetzt unbedingt mein Haupt... Zielgruppe ist. Aber ja, vielleicht. Wir werden das sehen. Wer weiß, vielleicht in der 5. Hast du das einmal lassen? Weißt du, ich habe so einen Breakout dann irgendwie im 11. und muss dann Vorträge halten. Aber auf jeden Fall, sie kriegen diesen Hint, dass er eben in der Post den Räubern jemand geholfen hat und dann stellt sich ihm heraus, okay, das war die Geisel und die finden sie dann auch wieder im Versteck. Genau. Weil sie dort gesucht nach ihm gesucht haben, so wo dämlich. Er garantiert nicht wieder zurückgeht. Ja, hin und er sagt ja auch noch, dort, wo man ihn nie erwartet, dass er dort ist. Genau. Ja, aber war eindeutig, dass sie eine Stunde 25 schon voll hatten und sie so, oh fuck, wir müssen jetzt in 5 Minuten das die ganze Folge fertig machen. Machen wir das und das und das und das. Oh, wie finden wir den Typen? Ah ja, kein Problem, er ist eh dort, wo wir ihn denken, wo er nicht ist. Aber wir denken, weil er nicht dort ist, ist er dort. Also, ja. Deswegen ist auch nie erklärt worden, wie sie den Auftragskiller, den Osterhasen, gefunden haben. Ja, nein, das ist einfach nur offscreen passiert. Ja. So, boom, er ist auf einmal, sie haben ihn auf einmal. Ja, großartig. Jedenfalls,
Okay, kommen wir zum zweiten Segment, weil der Fall ist jetzt abgeschlossen. Jetzt kommen wir zum wirklich Wichtigen und darauf, worauf ich mich wirklich freue, nämlich die Witze. Und der Alex kann sich schon nicht mehr zusammenhalten, weil die Folge hält sich überhaupt nicht mehr zurück. Oh, ja? Sie tun nicht mal mehr so, als ob sie eine ernsthaft zu nehmende Serie wären oder es irgendwie um Drama geht oder so. Nein, es ist einfach nur noch ein Witz nach dem anderen. Wir haben gleich einmal das Intro, das ORF-Intro ist schon mal ein Witz. Ja, selbst dass es nicht, was nicht witzig sein sollte, sondern einfach nur normal ist. Das ist ja, mit irgend so einem Typen, der halbnackt dasteht und einen riesigen Gong läutet. Ja, und der Gong explodiert dann. Ja. Und der Gong ist vor allem in Form vom alten ORF-Logo. Das ORF-Logo zerfetzt. Oh. Und dann werden wir gleich einmal eingeführt darin, dass Lukas Resizaritz jetzt eben die Rolle übernommen hat. Indem er auf einem winzigen, kleinen Moped sitzt. Oh, das Moped. Aber das hat wahrscheinlich einen halben PS oder so. Noch weniger. Ein Dreiviertel PS. Das sind diese Klischee-Zirkus-Mopeds, auf denen die Clowns sind. Ja, eben, genau. Ja, dann gibt es gleich Slapstick-Humor, indem er fast in ein Rohr reinfällt. Aber da geht gerade ein Typ raus mit seinem Helm. Dann fällt er in ein anderes Rohr rein und dann fällt er in den Untergrund, wo gerade eine illegale Spielhölle ist. Und das kommt auch nie wieder vor. Das ist einfach nur so, oh ja, das ist lustig. Ja, genau. Und einfach großartig. Ja. Und dann gleich zuerst einmal die Mafia-Back-Alley-Bestechungsszene oder sowas, wo sie die Kino dahin. Genau. Es wird quasi irgendwie erklärt, dass sie, weil sie cool sind, gerade wieder am Verbrechen lösen sind. Und sie stellen eben einen Typen, der ihnen Bestechungsgeld anbietet. Vor allem, weil er den Koffer aufklappt, beide Hände oben hat, aber der Koffer schwebt anscheinend offscreen irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat. Er scheint Magier zu sein. Jedenfalls der böse, irgendein random Bösewicht. Und der versucht dann, er flieht nicht, nachdem sie das Bestechungsgeld abgelehnt haben, sondern er geht einfach weg. Cash, oder dreht sich einfach um und geht. Und der Schrammel versucht ihn hinterrücks zu erschießen, was, nein, einfach nein, und seine Waffe fällt auseinander. Ja, einfach genial. Ja. Und sie beschweren sich dann, und dann fängt die richtige Folge an, wo sie dann eben sich gleich darüber beschweren, dass seit 3 Wochen kein Mord mehr ist. Ich habe nicht vorher noch die Postszene? Ja, die Postszene, ja, okay. Kommt. Ja, ist in der Postszene noch irgendwas aufgefallen? Oh Gott, erst einmal, dass WMA 24 im Postamt, WMA 24, 12 im Postamt ist. Aber das ist... Hä? Ja. So rein vom Feeling her. Ach so, ja, es fühlt sich an, als wäre es das Gleiche. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Der Schipster Schnurrbart von dem Typen, aber das finden wir wieder lustig. Damals war das ein ernst gemeinter Schnurrbart anscheinend. Die ganze Szene hat ihre Gesamtheit so ein bisschen was von Tarantino irgendwie, so Quentin Tarantino. Also ja, alles, also ja, vom Postamt, der Überfall bis hin zur Entführung mit ja, so coolen Sonnenbrillen. Oder Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Wer ist der Typ nochmal? What? Der Typ, der mit der Pamela Anderson zusammen war einige Zeit. Tommy Lee? Nein. Tommy Lee war doch, das war... Meinst doch, du das Tommy Lee Jones? Nein, es gibt einen Musiker, der ist Tommy Lee. Oh, nein. Tommy Lee Jones und Pamela Anderson, sehr mal interessant, okay? Das wär traurig. Ja, sie sind ungefähr gleich. Wer war mit der Pamela... Irgendein Brite, ein Londoner. What? Er hat Lockstock, Two Smoking Barrels und Dings hat er auch gemacht. Regisseur? Ja, ist ein Regisseur. Egal, wurscht. Wenn es irgendjemand einfällt, bitte in die Comment-Section. Aber es hat reinschreiben. Welche Comment-Section? In die Kommentare. Also, ja, ich weiß eh, aber... Ja. What? Ja, jedenfalls, dann der Witz mit dem Zählen war traurig eigentlich. Im Endeffekt. Das sind 12.000... Nein, das fand ich ganz gut. Ja, der Chef trägt ihm eine Fliege. Ja, Nerven schützen, Bahn benutzen... Absolut top. Viel 60s Musik, aber das ist nicht so witzig. Ja. Das war meine Fresse. Das war und richtig kommt eben die Szene, wo man die Familie wieder sieht vom Kottern, wo
sie das Buch offen hat und sie liest Der dritte Mann. Womit du wesentlich mehr anfängst, weil ich die Referenz nicht abgeknissen habe. Ja, aber ich habe es dir erklärt und ja, du hast dann verstanden, worum es geht. Und natürlich, sie liest Der dritte Mann, weil das der dritte Cotton ist. Die Familie aber immer noch die gleiche ist. Und er schaut sich halt die alten Fotos von sich selber an und es sind die alten zwei Schauspieler dabei. Vor allem, du schaust dir das halt an, wenn du von dem Ganzen keine Ahnung hast, du siehst die halt zu viert da sitzen, das ist so ein Mädel mit Kind und einem Typen daneben und dann halt die ältere Dame, die ihr Buch liest und dann sitzt halt Cotton daneben und der Cotton schaut eigentlich so aus, als ob er der Mann von der Frau mit dem Kind. Ja, das passt eher zusammen. Und du checkst das überhaupt nicht, weil er halt blutjung, aber er ist auf jeden Fall jünger als die mit dem dritten Mann-Buch. Ich dachte mir so im ersten Moment. Und er ist vor allem jünger als die alten zwei Cotton. Die anderen zwei Cottons waren älter. Ja Gott, das ist dann auch an den Bildern, wo das die Galerie aufgestellt. Jedenfalls, das war Der dritte Mann als Buch. Gibt es Der dritte Mann als Buch? Ich bin mir nicht sicher. Man kennt den Film, aber nicht das Buch. Ich habe den Film dreimal gesehen, aber das Buch nie gelesen, falls es überhaupt ein Buch gab. Das ist ein Versuch. Vielleicht hat sie das Drehbuch gelesen, vielleicht hat sie einstudiert. Ich habe keine Ahnung. Ja, jedenfalls, es war sehr seltsam, sehr seltsam. Warum habe ich crazy ass shit WTF aufgeschrieben? Ich habe keine Ahnung, du bist irgendwann mal zusammengebrochen bei Minute 40 oder so. Sie hast nicht mehr ausgehalten. Moment. Er hat sich die Bilder angeschaut, die Familienbilder. Ich glaube, dann kam das, was im Fernsehen war. Die Sportnachrichten. Oder eine Typ. Ja, Gott und nein, kam da nicht auch Cotton ermittelt? Das kam dann nachher. Okay, das kam nachher. Okay, aber ja, okay, ja, genau, es kam dann die Sportnachrichten. Oh Gott. Und die Sportnachrichten waren ausgezeichnet, weil es ist gleich einmal. Zuerst gab es Laufen und wenn er laufen und der eine Typ war eigentlich ein traditioneller Hürdenläufer und springt halt. Er ist gerade aus Hürdenlauf gekommen, zum 400 Meter. Und er hupft die ganze Zeit, die anderen laufen ganz normal und macht alle 10 Meter so einen kleinen Hupfer. Aber er gewinnt trotzdem. Oh, und vor allem, sie schauen alle unsportlich aus. Und dann gab es noch einen Speer-Weitwurf-Bewerb von den Damen und eine Österreicherin gewinnt. Sie erschießt. Sie erschießt einen Zivilisten, der einfach harmlos daneben steht. Es tut mir furchtbar leid. Ah, stimmt, genau. Es tut mir wirklich leid, Paul. Kein Problem. Wir sind hier nicht beim OF. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja. Willkommen zu den Nachrichten. Nein, und der stimmt, genau. Wie heißt der Typ, der den Startschuss gibt? Jedenfalls, der erschießt sich. Ja, der erschießt sich gleich am Anfang unabsichtlich. Hat er sich wirklich erschossen? Weil er hat es dann so ans Ohr gegriffen, als ob es ihm aufgewiesen wäre. Es hat geplatzt auf der einen Seite. Ich glaube, es... Echt? Ja. That's dark. Ja, es ist super dark. That's really dark. Ja, ich weiß. Aber 1:1 geklaut von dem Monty Python. Ja, das stimmt. Ja, dann eben, dass der Auftragskiller Osterhase heißt. Und nur ist immer noch der Beste. Es ist immer noch der beste Typ. Vor allem, weil er... Oh, Kocek kommt vor. Ja, okay, Kocek. Der kam noch im Poster vor, ja. Okay, für die Leute, die 15 Jahre alt, nein, 20 sind oder jünger. Ey, stell dich so in den Raum, oder umständen schaut sich ein 15-Jähriger trotzdem gerne sowas an. Ja, aber höchstwahrscheinlich. Star Wars und Kojak ist sehr nahe beieinander. Nein, also von ist es nicht. Top, von der Jahreszahl. Ja, aber ich meine nicht thematisch. Wenn man sich Star Wars anschaut, sagt man, was ist in den nächsten Jahren aber vorgekommen? Aber es gibt manche Leute, die finden das schon retro, wenn du dir die alten Star Wars Filme anschaust. Dann bist du vielleicht auch retro genug, um die Kojak anzuschauen. Das ist richtig. Ja, nein, jedenfalls Kojak war eine amerikanische... Fernsehkrimiserie und die war halt sehr, sehr, sehr beliebt in Österreich. Und der Kojak... Hieß das Streets of L.A. auf Englisch oder hieß es Straßen von L.A. auf Deutsch? Es hieß auf Deutsch Kojak und nur auf Englisch hieß es Streets of L.A. Jedenfalls Kojak, ein Typ, der ausschaut wie Kojak, weil er hat einen Schlecker im Mund, das war halt das Markenzeichen von Kojak. Ganz, ganz berühmter alter Schauspieler. Und eine Glatze kommt halt rein in das Postamt.
schüttelt den Kopf, weil die Leute am Boden liegen und zählt und geht einfach wieder. Das war auch wieder so ein, wir haben hier einen Nebencharakter, für den wir einen Witz schreiben müssen. Was hat er? Eine Glatze? Okay, machen wir aus ihm Kojak. Ja. Das Ganze hat sich sehr angefühlt wie Tohuwabohu. Ja, genau. Und da ist, also für diejenigen, die unter dem Schirm 15 oder 15 Tohuwabohu. Sind, also, weil wow. Tohuwabohu, glaube ich, ist dermaßen untergegangen. Ist das auf DVD? Das weiß ich nicht. Aber Tohuwabohu war eine österreichische Comedy-Serie, so ein bisschen in Richtung von Monty Python's Flying Circus. Also wirklich Nonstop-Nonsense. Nein, Nonstop-Nonsense war ja auch noch eine eigene Serie. Ja, okay, ja gut, ja, okay. Ja. Das war wirklich dämlich. Nonstop-Nonsense war wirklich dämlich. Boom, zack. Nein, das sind die Hektiker. Das ist ein Fingerskalat. Das kommt mir mal Alter. Nein, okay, also Kojak war auf jeden Fall da und dann sind wir beim Osterhasen aus Schimmering. du haltest das immer noch nicht aus. Du könntest ja. Nächstes Jahr zu Silvester, du könntest zum Fasching, könntest du als der Osterhase gehen. Oh Gott. Er ist der Osterhase. Er kommt aus Simmering, aber weißt er spricht du, immer nur Englisch. Weißt du, was für ein Insiderwitz das jetzt wäre, wenn du dich als der Osterhase verkleidest? Weil der Osterhase kleidet sich sehr, sehr elegant. Aber ich habe nicht die Locken vom Osterhasen. Das ist wahr, aber die kannst du ja machen. Jedenfalls. Ich weiß noch nicht, ob ich den Swag vom Osterhasen habe. Der Osterhase hat enorm viel Swag ja. für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Ja, nein, wirklich. Hashtag gut aussehen. Okay, also, und Kottan kommt dann auf jeden Fall vor im Fernsehen, auch Kottan ermittelt die alten Oh Folgen. Mann, ja, nein, Kottan, vor allem Kottan schaut Kottan und schüttelt den Kopf, wie furchtbar Kottan ist. Okay. Und, was noch wichtig ist, sie haben eine Verfolgungsszene gleich relativ am Anfang und anscheinend hatte der ORF kein Budget für eine richtige Action-Szene. Auf jeden Fall kommt ein Text, der sagt, die nächsten 2,5 Minuten ist eine Action-Szene und es kommt keine Action-Szene vor, sondern der Film reißt unter Anführungszeichen. Moment. Der Text steht erstmal drin, das Ganze dauert jetzt 2,5 Minuten. Und es läuft darauf hinaus, dass der Flüchtige entkommen kann. Also nur für den Fall, dass irgendjemand auf die Toilette gehen möchte. Oder irgendwas anderes tun. Oh Gott. Ja, und dann gibt es einen Dimensionsriss durch Raum und Zeit. Ja, genau. Und dann sagt die Fernsehansagerin, sagt dann eben, dass sie furchtbar leid tut, aber eben irgendwie scheint das mit dem Film nicht mehr ganz zu klappen und sie sind nicht sicher, ob sie den Film zeigen können. Dann schneiden sie zu einem anderen ORF-Moderator, der gerade am Essen ist. Sie erklären auch, dass der Film gerade gerissen ist, wahrscheinlich aufgrund von atmosphärischen Störungen. Ja, also ist es nicht in unserem Department. Ja, genau. Und dann kommt eben der Schnitt wieder zurück zu der Szene, die Action reich damit endet, indem der Räuber in die Donau springt. Wo er es schafft, von wo ist das? Das muss bei Klosterneuburg sein, bei dem Weinberg, wenn man von dort unten nach Heiligenstadt runterschaut. Moment, Klosterneuburg ist aber Transdanubien, oder? Klosterneuburg ist Norden. Fährst du nicht aber noch über die Donau drüber? Ha? Was? Fährst du nicht noch über die Donau drüber? Doch, ich glaube schon. Ja, ja, das ist, ja, nein, Korneuburg ist das. Ja, dann Korneuburg. Und auf der Seite ist Klosterneuburg. Das ist nicht weit raus. Auf unserer Seite von der Donau ist Klosterneuburg? Ja. Echt? Technisch gesehen ist Wien auf beiden Seiten. Nein, aber jetzt, wo wir hier gerade, also wir sind hier jetzt gerade im, ich weiß welchen Bezirk. 16. Aber, wenn du die Otterklinge brauchst, erklärt das. Ich habe mit dem Bezirk keine Ahnung, ich habe im 18. gewohnt, jetzt wo ich im 14. und ich weiß, wo der dritte ist. Das okay, war's. Wow. Applaus. Utilitarian. Utilitaristisch. Oh Gott. Ja, nein, passt schon. Ich bin da pragmatisch, was das Ganze angeht. Ich merke mir nur die Bezirke, mit denen ich viel zu tun habe. Gut. Ersten weiß ich noch, wo der ist. Ja, das will ich doch hoffen. Aber auf jeden Fall, Klosterneuburg ist auf der Seite? Ja. Echt? Und wenn nicht, ist es auch scheißegal, weil es ist dort. Es ist im Norden. Jedenfalls rennt okay. Er rennt von den scheiß Weinberge bis zur UNO-City in der Verfolgungsszene. Und der Cotton ist nämlich im Auto. Und er schafft es trotzdem bis dort runter zu fahren. Nur für die Leute, die sich das nicht vorstellen können und nicht auf Google Maps nachschauen können. Das sind mehrere Kilometer. Mehrere Kilometer. Mehrere Kilometer.
die er dem Auto wegrennen konnte, und er springt dann eben auf einer nicht fertigen Brücke. Und bullet-timed er dann ins ja, in Zeitlupe ins Wasser runter, und der Cotton bremst gerade noch rechtzeitig und das Auto kippt rüber, und deswegen konnten sie ihn quasi nicht mehr fertig verfolgen, sondern sie haben dann noch eine spannende Szene, wie sie aus dem Auto aussteigen. Während das Auto in der Schräge. Schwebe. Ja. Schwebe? Das ist die Schwebe, oder? Ja. Sie müssen einen Balanceakt vollziehen, dass sie aus dem Auto rauskommen. Das war erstaunlich spannend. Ich meine, nicht, dass ich wirklich damit gerechnet habe, dass irgendjemand bei dem Ganzen drauf geht, aber ich fand es interessant herauszufinden, ob sie es rauskommen oder nicht. Es hätte noch was Absurdes kommen können. Und es kommt was Absurdes, nämlich weil der Räuber wird dann von einem Krokodil überrascht. Donaukrokodile, ja. Es kommt ein echtes, das fand sie haben ein echtes Krokodil es abgefilmt. Es sind fucking Donaukrokodile, ja. Das war ja ein Mythos. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Ja, dass irgendjemand mal ein Krokodil runtergespült. So ein Urban Myth halt. Dass irgendjemand das mal. Das kenne ich in New York, aber. Sie sind ihnen auch immer wieder vorgekommen. Genauso wie, dass es Todesspinnen in den Bananen drinnen gibt. Oder in irgendwelchen Palmen, die man beim Ikea kauft. Es gibt Bananen-Todesspinnen? Das ist alles Urban Myth. What the fuck, ich glaube mir nie wieder Bananen. Ja, genau. Es ist auch in orangen Datteln Birnen drinnen. Nein, keine. Datteln esse ich eh nicht. Das ist mir scheißegal. Aber Birnen sind Schlangen drinnen. Birnen esse ich sowieso nicht. Birnen finde ich sowieso scheiße. Okay, aber okay, es sind fucking Donut-Krokodil. Das kriege ich auch noch so hin. Er hält mir gerade mein Weinglas, damit ich es nicht umkippe. Während ich mir hier einschenke. Ich will nur sicher gehen, dass das alles. So besoffen bin ich nicht. Ich bin nur blöd drauf, weil der Film. Weil eine ganze Flasche Wein. Weil der Film, das ist nur halt so schlimm. Österreich. Prost übrigens. Ja, Prost. Oh Gott. Nein, also fucking Donaukrokodil auf jeden Fall. Das war ich großartig. Gefunden, das kam wirklich aus dem Nichts. Ich hätte es geil gefunden, wenn es dann so wie bei Crocodile Dundee. Dings Indiana Jones im zweiten so gewesen wäre, dass so ein Dutzend Krokodile hat es eben so alle überfressen. Ja, das wäre natürlich auch großartig gewesen. Und dann kommt das Beste für mich, weil ich liebe Ilse Buck, kommt Ilse Buck vor und erklärt den Liegestütz. Und das ist. Moment! Ja? Mach mal den und dann kannst du noch erzählen. Also plötzlich ist der Ö3-Morgen. Ja, okay, der Ö3-Morgensport. Ja, eben genau, der Ö3-Morgensport für die. Weil das gibt es sicher nicht mehr. Um was war das? Um 9 oder so? Oder um 8? Hätte ich das noch erleben müssen zu meiner Zeit? Ja, weil ich hab's noch erlebt. Ich habe Radio kaum gehört. Ich hab's auch noch ein paar Mal gehört. Jedenfalls, Ilse Buck war eine interessante Dame, Trainingsdame, die einem immer eine andere Art zu trainieren beigebracht hat beim Ö3, was heutzutage, nein, weil heute sind nur noch die besten Hits der 70er, 80er, 90er und 0er Jahre. Vor allem Cotton fährt durch die Straße durch und alle Leute in den Straßen machen die scheiß Liegestütze, die gerade in Ö3 angesagt werden. Jeder. Auf dem Gehsteig, auf der Straße, an der Motorhaube dran, am Fensterladen. Ich hab mich angepunzt vor Lachen. Oh Gott. Oh, das war so gut. Oh. Ja. Liegestütze in Wiens Straßen. Ja. Ich würde es total geil finden, wenn ich eines Morgens dann um 8 oder sowas dann in der Früh durch Wien durchgehe und auf der Neuhofer Straße liegen sie alle. Nein, machen Sit-Ups. Yeah! Ilse Buck hat gesagt, dass wir Sit-Ups machen sollen. Ja, und dann, dann. Findet der obdachlose Haberer dann nicht schon die Leiche? Ja, genau, richtig, ja. Das ist eben das. Das ist dann deins, weil das ist anscheinend auch ein Running Gag. Ja, eben genau, weil der Sandler, wie ihr ja schon aus den vorigen Episoden wisst, findet wieder die Leiche. Wobei, finden ist nicht das richtige Wort. Sie rollt neben ihm, weil er auf einem schlafend ist, auf einer Bank. Die Leiche rollt neben ihm. Ist im Sterben neben ihm. Stirbt und am nächsten Tag werden sie von der Polizei aufgewacht und er so, jetzt sterben sie schon neben mir. Vor allen Dingen, er muss dann feststellen, dass der Typ ermordet worden ja, ist. Weil der Polizist hat einfach angenommen, dass der gut aussehende normale Typ auch ein Sandler ist. Und dann kommt er drauf, dass der Typ mit dir erschossen worden ist und geht zum Polizeiauto rauf und lernt, dass du rennst zwei Jogger einfach cash und über das Polizeiauto drüben. Das war quasi Proto-Parcours, oder? Das hat nach Proto-Parcours ausgeschaut. Also er geht das ist so ein Abhang und er geht in die Stiegen rauf zum Polizeiauto, während sein Kollege gerade zentral verständigen will und du siehst plötzlich, wie zwei Typen über die Motorhaube, über das Dach drüber so gut. Oh Gott. Yep.
Und das nächste ist dann gleich, dass wir Gewalt gegenüber Tieren sehen. Der arme Fisch. Das war ich nicht so wahnsinnig toll. Das hat mich ein bisschen Ja, Peter doesn't give a shit. Sie haben riesen, ich weiß, was für eine Art von Fisch es ist, aber es ist. Es hat einfach ausgeschaut wie ein riesiger, aufgeblasener Goldfisch in einem normalen Goldfischglas. Also der Fisch passt gerade rein. Goldfischgläser an sich sind ja schon eine Schweinerei, weil eigentlich sollte man Aquarium kaufen, wenn überhaupt. Und dann eben haben sie einen riesigen Fisch reingesetzt in das Goldfischglas. Ich weiß auch nicht, warum. Sie haben irgendwie erklärt, warum, aber ich habe es nicht verstanden. Der Kottan hat mindestens einen Kollegen, eigentlich hat er zwei. Einem fehlt ein Bein, was mich so ein bisschen gewundert hat. Was? Einem fehlt ein Bein. Ja. Ja. Und ich glaube, der war das. Der Paul Schremser. Irgendwas gegen den Fisch getauscht, ich weiß nicht mehr was. Er hat den Schrammel getauscht, das wäre der zweite Kollege. Oh. Deswegen ist er vielleicht nicht aufgetaucht, weil er einige Zeit den anderen Typen hergetauscht hat für den Fisch. Es macht null Sinn. Gut, der Film macht nur sehr begrenzt Sinn. Aber ich meine, ich hoffe jetzt einfach mal, ich gehe einfach mal davon aus, dass der Fisch eigentlich nur kurz da drin sein muss und danach dann wieder in ein wunderbares, riesiges... Ja, natürlich. Sie haben ihn nicht umgebracht danach. Nein. Leck mir am Arsch. Zerstör mal all meine Träume und verursache meine Träume. Und dann kommt schon gleich die... Und die Sekretärin im Hintergrund von dem Scheißbüro. Ich habe die nie mitbekommen. Die sitzt irgendwo in der Ecke und bewegt sich nicht mal den Kopf. Das Beste ist ja, die in den Folgen kam eine Sekretärin auch vor, es war nicht die gleiche und sie hat immer und immer weniger zu tun bekommen, bis sie gar nichts mehr oder weniger nur noch, wie in der Folge jetzt, einfach nur noch da gesessen ist und Kaffee gemacht, was der ursprüngliche Witz war in den 5 Folgen davor, dass sie Kaffee macht und der Kaffee ist immer zu heiß und diesmal ist er zweimal nicht heiß. Einmal sogar, dass er ihm den Kaffee drüber leert und es passiert nichts. Und sein, also sie will ihm... Soll das einfach nur zeigen, dass der Lukas Resetarits ein harter Kerl ist, im Gegensatz zu den anderen zwei? Nein, Moment. Also der Kottan will sich gerade Kaffee einschenken lassen, während die Geisel vom Postamt, genau. Die kommt da wieder vor, die sitzt dann wieder im Polizeiamt. Ja. Die versucht gerade, die Entführer zu identifizieren. Das ist ja auch saublöd. Warum hat er den richtigen Typen identifiziert, wenn er die Kohle... Ja, weil er die Kohle zu dem Zeitpunkt schon hatte. Aber ich glaube, die Entführer haben gar nicht gewusst, dass er der Komplize ist. Ich glaube, er war nur der Mittelsmann zum Mastermind. Ja, aber warum hat er trotzdem die richtigen Leute erkannt? Das war trotzdem dämlich von ihm. Der Typ hat... Wirklich? Du stellst jetzt noch die Logik in Frage? Okay, die Story hat eh... Donaukrokodile! Ja, okay, gut. Liegestütz in den Straßen Wiens. Ich will doch nur, dass die... Auf den Straßen Wiens. Ich will doch nur, dass die Story... 12.400 Seelen. Okay. Und die Postler tun's noch. Ja, Alex, du hast eh recht. Der Killerschirm. Dimensionsrisse. Der Killerschirm. Auf jeden Fall, sie will dann dem Kottan Kaffee einschenken. Und der Kottan schaut dann plötzlich auf, als der Zeuge einen von den Tätern identifizieren kann. Und sie schüttet ihm halt weiter Kaffee aufs Bein. Ja. Sein Kollege meint dann so, ist der Kaffee zu heiß? Und der Kottan meint auch, so, na. Ja, das war der ganze Witz. Und dann kommt eben der Killerschirm vor. Der Osterhase nämlich wird dann darauf auch angesetzt, nachdem er den ersten Typen umgebracht hat, darauf angesetzt, den Kottan umzubringen. Woraufhin der Kottan am Naschmarkt ist, irgendwie beim Einkaufen anscheinend oder weiß nicht, was er dort macht. Er schaut um den Hand. Er tut das beim Naschmarkt, was wir alle beim Naschmarkt tun. Wir genießen die Atmosphäre. Ja, damals hat es noch nach Atmosphäre auf jeden Fall ausgeschaut gegenüber jetzt. Hey, heute riecht es auch nach Atmosphäre, nach fischiger Atmosphäre. Ich finde den Naschmarkt nicht mehr so sexy. Es sind lauter Restaurants dort für die ganzen Touristen, die viel zu überteuert sind. Ja, aber egal. Wurscht, darum geht es auch nicht. Geht nicht um permanente Sozialkraft. Jedenfalls, er hat einen Schirm. Der Osterhase hat einen Schirm. Und wie sich herausstellt, ist der Schirm halt ein Scharfschützengewehr. Mit einem schönen Loch in der Mitte, gerade damit, da, wo es rauskommt. Ja, damit man eben mit dem Zielfernrohr durchschaut. Ja, er hat plötzlich ein Zielfernrohr auf dem fucking Griff drauf. Ja. Und vor allem, er schießt zweimal. Ich weiß nicht, wo das Magazin versteckt ist bei dem Ding. Wobei... Schießt er wirklich zweimal oder war es nicht nur eine Wiederholung des ersten Schusses? Das kann auch sein. Jedenfalls die Sterbeszene dann. Mit dem Flashback. Dauert ungefähr 4 Minuten. Der Kottan wird angeschossen und der Kottan kriegt dann Flashbacks und stürzt gegen
fünf Paletten Tomaten in Zeitlupe. Und in den Flashback hast du, ich glaube, ein Dutzend Kinderfotos. Und ich glaube, es sind immer von anderen Kindern. Ja. Vor allem aus, ich weiß nicht, aus dem Jahr, keine Ahnung, 1910? 1850? Die frühesten Fotos. Anscheinend war er irgendwann einmal Ministrant. Und dann von ihm Fotos vom Lukas Resetarits, heißt er jetzt einfach nur, wo er mit dem Zylinder gerade bei irgendeiner Show wahrscheinlich auftritt. Ja, und dann haben einfach Fotos genommen. Random von irgendwelchen Shows. Oh, so gut. Oh Gott. Also die Szene, allein für die Szene, weil dann sieht man seine weinende Frau. Er macht die Tür auf und er ist so Gott, also so engelmäßig mit dem Licht von hinten. So, ja, was ist denn? Und dann sieht man eben, dass sie Zwiebel schneidet. Oh Gott. Woraufhin sie sagt, dass, also er sagt ihm, dass auf ihn geschossen worden ist und sie sagt, ja, was sagt sie? Ja und? Ja und, ja, weil er eben... Ja und? Oh Mann. Ja, ich... Das war's, mehr oder weniger. Das ist jugendfrei mit für Nachmittags. Achso, ja, stimmt, genau. Brüste. Sie gehen zum Mastermind dann irgendwann, ja, weil hin, als sie ihn verdächtigen und hauen ihm. Erst einmal hauen sie ihm auf die Hand, was ich nicht ganz verstanden habe. Sie haben Polizeigewalt wird regelmäßig angewendet in dieser Serie. Gut, ja. Das finde ich in Ordnung. Das ist auch realistisch. Ja, absolut, absolut. Jetzt werden wir schon wieder, jetzt werden wir schon gesellschaftskritisch. Ja, eben, das sagen wir. Das ist hammerhart. sie hauen ihm aber eine riesige, fette Wanze an einen Vorhang dran. Die man überhaupt nicht sieht. Überhaupt nicht offensichtlich. Also Leute, nur damit als Vergleich, es ist ungefähr in der Größe von einer 2-Euro-Münze. Das Ding war größer, das Ding passt. Weißt du, oh, so wie eine Wiener Philharmoniker? Oder? Ja, sowas in die Richtung, ja. Das ist so, vor allem, es glänzt auch noch. Ja, genau. Und der Teppich, das war so ein Teppichvorhang. Und der Mastermind hat halt eine Gespielin und die kommt gerade. Die hat in irgendwas drin gebadet. Also, als einer von den Kollegen, während sie eben beim Mastermind sind, durchsucht halt die Wohnung. Und geht dann ins Badezimmer hinein und sie liegt in der Badewanne in irgendwas Rotem. Und so wie das ausgesehen hat, wenn ich mir jetzt gerade so den Rotwein ansehe. Das macht null Sinn. Auf jeden Fall, sie kommt dann nachher raus, als dann die Polizisten wieder verschwunden sind, im Badehandtuch. Ja. Und der Mastermind, sie hat den Rücken zur Kamera zugetreten, der Mastermind macht dann so das Handtuch auf und meint dann so, ja, was soll das mit dem Handtuch? Und sie meint daraufhin, ja, das ist dafür da, dass im Nachmittagsfernsehen wiederholt werden kann. Weil eben es in einigen Folgen davor schon Brüste gezeigt haben und anscheinend hat der ORF damit jetzt ein Problem. Ich fand das ein Weicheier-Move, ehrlich gestanden, vom ORF. Ich kann es von einer finanziellen Seite aus sehen, aber... Sonst. Ich stelle den ORF nicht in Frage und der ORF ist unsere Mutter und unser Vater. Ja, das ist wahr. Nein, dann ist nochmal die Szene mit dem Zentralfriedhof. Mit dem Osterhasen, mit seinem Faschingskrapfen oder was das war. Was? Der Kott trifft dann den Mastermind nochmal auf dem Zentralfriedhof. Dass wir ihn Mastermind nennen, ist wirklich ein Overstatement. Es ist ein Overstatement. Soll ich ihn Moriarty nennen? Wirklich? Ja, nein, eben nicht. Nein. Weißt du noch, wie er heißt? Ich habe keine Ahnung. Ja, eben. Das ist absolut... Er hat eine Rotzbremse, die hat mich so fasziniert. Okay, nennen wir ihn für diesen letzten Teil, den es jetzt noch gibt, Hans. Ja, okay, Hans. Hans ist auf jeden Fall auf dem Friedhof. Und weil irgendeiner von den Tätern halt beerdigt worden ist gerade. Ja. Also von den Räubern, nachdem beide jetzt schon umgebracht worden sind. Haben wir das überhaupt erwähnt, dass beide umgebracht worden sind? Ja, das haben wir mehrmals jetzt schon. Und er trifft dann den Kottmann dort. Und nachher gibt es dann nochmal so eine kleine Szene, wo er sich mit dem Auftragskiller unterhält und ihn halt maßregelt dafür, dass der Auftragskiller den Kotter nicht umgebracht hat. Ja. Und neben dem Auftragskiller, neben dem Osterhasen, steht irgendein Typ, der, ich glaube, der hat Afrikaans gesprochen oder irgendein. Also der Auftragskiller spricht Englisch mit dem Hans. Ja. Und der Typ neben ihm spricht dann irgendeine Sprache. Und ich, meiner Meinung nach, ist das definitiv vom Osterhasen der Lover. Ja, und sie lächeln sich dann so nett an. So und halten sie sich nicht auf die Hand? Kurz? Nein, glaube ich nicht. Aber sie lächeln sich an. Ja. Auf sehr laszive Art und Weise. Das war jedenfalls der Osterhasen mit seinem Faschingskrapfen. Aber man muss auch sagen, dass beide durchaus gut aussehen sind. Also. Ja, Paul. Ja, Alex. und dann telefoniert der Kotter noch mit seinem Kollegen.
Ja. Und sie schauen sich gegenseitig währenddessen an, während sie mit der so, oh, ich habe vollkommen vergessen, dass das auch noch aufgetaucht ist. Und nein, okay, das ist so ein visueller Witz. Ich weiß nicht, wie man den erklären soll. Sie machen eine Cutout zwischen den beiden, während sie miteinander telefonieren. Ja, der Schremser und der Kott dann telefonieren und man sieht halt eben beide gleichzeitig, aber im Raum vom Kott dann ist gerade seine Frau und die schaut den beiden zu, als würden die beiden im gleichen Raum sein. Und das ist so und sie wechseln gut sich die ganze Zeit, sie wechseln sich die ganze Zeit ab, sich gegenseitig anzuschauen. Wenn der eine gerade spricht, schaut der andere ihn gerade an. Ja, und dann umgedreht. Ja, es ist so, das war verdammt gut gemacht. Das ist so dermaßen. Das war echt. Dermaßen genauso wie der ganze Rest. Das war echt bonkers. Ja. Ja, und dann holen sie sich halt den Haftbefehl für den einen Postler, gehen nochmal zum Postamt. Ja. Einer von den Postbeamten lässt sich mit seiner Kollegin aus, das kam auch irgendwo dann drin und vor, aber das war jetzt nicht so wahnsinnig. Es war jetzt nicht der berauschende. Und dann gehen sie halt dorthin, wo man ihn als letztes, wo man die Geisel, die ja eigentlich ein Informant ist, als letztes vermuten würde. Und vor allem, er ist nicht abgehaut, weil er gesagt hat, dass er keinen Reisepass hat. Ja, und vorher wollte sein Kollege, als bei dem Haus auftauchen, die Türe ist verschlossen zu dem Haus. Und der Kollege vom Kottern zieht dann erstmal die Knarre und will die Türe aufschießen. Ja. Dann machen sie einfach die Türe auf. Ja, er kommt einfach raus. Der Typ kommt einfach raus. Ja, nein, also. Und dann haut ein Kottern seinen Wagen ab. Ist das auch so ein Ding, was irgendwie richtig ist? Ja, nein, denn normalerweise bis jetzt war es immer so, dass seine Scheißkarre, die er davor gehabt hat, weil ganz am Schluss hat er auf einmal einen VW Golf, warum auch immer, wird auch nicht erklärt, warum er auf einmal einen VW Golf hat. Jedenfalls, bis jetzt ist seine Karre ist immer das Schlimmste passiert. Die Autotüren sind abgefahren worden, sie haben ihm die Sitzbänke rausgeklaut, sie haben ihm die Reifen geklaut, es ist auseinandergeflogen, er hat einmal eine Verfolgungsjagd gehabt, wo verrückte Sachen mit dem Auto passiert sind. Ja, also dem Auto ist wirklich Schlimmes passiert und jetzt auf einmal gehen die Flügel, also sie haben die Tür noch auf, aber anscheinend nicht die Handbremse angezogen und er rollt den Berg runter und da sind zwei Bäume halt genauso platziert, dass sie halt, wie ich gedacht habe, du vielleicht nicht, aber wie ich gedacht habe, die Türen eigentlich abreißen, ja, das habe ich mir auch zuerst gedacht. Ja, aber es ist anscheinend ein VW Golf Product Placement, auf jeden Fall fallen die beiden Bäume um und nicht der Oh Mann, wow, wirklich, wirklich erstklassig, von vorne bis hinten, großartig. Gott, dann ermittelt. Ja. Das wird sogar einmal irgendwann ermittelt, irgendwann gesagt, der Hans sagt irgendwann so, Gott, dann ermittelt. Ja, der Gott, dann ermittelt wieder, ja, eben, das ist großartig und einfach tipptopp. Ja, kommen wir zum letzten Segment, weil wir können die anderen zwei rausstreichen, weil wir sind schon bei Holy Shit Minute 52. Hat das jetzt echt alles? Ja, wir haben jetzt fast zu lange gesprochen, wie die Folge lang war. Viel Spaß beim Hochladen. Das ja, das wird auch lustig. Was wäre normalerweise die anderen Segmente? Naja, das ändert sich von Folge zu Folge. Zum Beispiel, wir hatten in einer Folge davor zum Beispiel, haben wir über die Frauen geredet, weil sehr viele Frauen positive Frauenrollen dabei waren zum Beispiel. Das steht hier. Ich hab einen Teil von seinen Notizen hier. Da steht die Frauen. Ja. Die was? Die Gang? Ja, weil da war eine Motorradgang. Wir müssen keinen Recap. Wir müssen keinen Recap von der vorigen Folge machen. Wirklich nicht notwendig. Okay. Jedenfalls. Und das letzte war dann eben, das Fazit war dann eben, das ist jetzt das letzte Segment, wir machen jetzt noch das Fazit, richtig. Also, zuerst einmal, du hast Cotton noch nie gesehen? Nein. Okay. Wie fandest du die Folge generell? Also, wie vielleicht die Zuhörer merken, der Alex ist, glaube ich, gerade ein bisschen in den Wahnsinn abgedriftet. Ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, es ist witzig, es ist nicht mehr so witzig. Und ich bin auch definitiv noch nicht besoffen. Ich habe keine Ahnung. Es ist absurd. Ja. Okay. Würdest du es jemandem anderen empfehlen? Ja. Okay. Würdest du es dir nochmal anschauen? Ja. Ich glaube mir auch, weil ich würde jetzt sogar, ehrlich gestanden, ich würde jetzt sogar den mutigen Punkt aufstellen, wenn man nicht unbedingt Cotton schauen möchte, dann sollte man sich die Folge jetzt anschauen, weil die war wirklich von vorne bis Ende verrückt. Einfach nur Banane, sie haben sich nicht mehr Mühe gegeben, irgendwie einen richtigen Fall aufzustellen oder irgendwas in der Richtung zu machen. Es ist einfach nur
insane in the membrane. Wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin eigentlich mit dem Ansatz an das Ganze rangegangen, dass ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass das Ganze eigentlich eine verhältnismäßig ernste Serie ist. Dass du halt ein paar Kalauers, so wie es halt im österreichischen Kalaut um die Ecke. Dass du halt einfach ein paar Schmähs drin hast, ja. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass es eigentlich was mehr oder minder seriöse Sache ist. So ein bisschen wie Kommissar Rex. Das wäre lustig gewesen. Halt ohne den Hund. Yeah. Wobei ein Hund gab es, der Obdachlose hat einen Hund. Der hat auch einen guten Schuhgeschmack. egal. Aber auf jeden Fall, ich bin das Ganze eher nüchtern herangegangen. Yeah. Und to my delight, yeah. zu meiner Erheiterung, zu meiner ganz persönlichen, yeah. War das sehr Banane. Ja, yeah, es war... Banane im besten Sinne. Also du würdest das empfehlen, du würdest das dir wieder anschauen, du würdest es mit anderen Leuten anschauen. Was kriegst du vom Lucas Resetarius gezahlt dafür, dass ich das jetzt sage? Nichts dabei. Aber er kann sich gerne mal melden bei mir. Ich hätte ihn gerne mal dabei bei einer Folge. Das wäre natürlich großartig. Hey, das kannst du... Nein. Ja, egal. Wurscht. Jedenfalls. ich bin ein bisschen verkühlt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, also allgemein einfach eine großartige Folge. Ja. Definitiv die, wo ich am meisten gelacht habe und mich nicht zusammenreißen habe können. Ich danke nochmal, dass du da warst, Alex. Ich danke dir für diesen wunderbaren Nachmittag und diesen wunderbaren Abend. Bitte, kein Problem. Immer gerne wieder. Vielleicht bist du ja wieder mal dabei. Du könntest auf jeden Fall bei der All-Stars-Folge dabei sein. Ich mache dann am Schluss definitiv eine All-Stars-Folge. Okay. Wo wir zu dritt oder zu viert sogar vielleicht, ja, gemeinsam gerne. Uns das anschauen. Wäre definitiv unterhaltsam. Du wärst vielleicht auch dafür dabei, dafür zu haben, dass du uns vielleicht die Titelmusik spendierst, damit der Recording endlich einmal ein Intro hat. Was theoretisch dann die Leute jetzt schon gehört hätten, wenn ich das tatsächlich dann stimmt, dann, genau, ja. Okay, das ist wahr. Aber trotzdem. Das wäre, ja, ich schau mal. Das wäre cool. Ah ja, genau, der Alex ist natürlich ein Musiker. Oh Gott, nein, komm, kein Advertisement. Plugs, nein. Komm schon, du bist gut genug, dass ich ernsthaft sagen kann, dass du komm, sag. Pink Moon, wieder rosa Mond auf Facebook. Ja. Und oh, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Jetzt wird mir schlecht. Jetzt ist mir das. Wann ist der nächste Auftritt? 16. Jänner. Kommt das raus bis zum 16. Jänner? Ich werde schauen, dass es vor dem 16. Jänner rauskommt. Dann musst du die Intro-Musik noch vor dem 16. Jänner machen, gell? Du musst das nicht. Die ihr theoretisch jetzt gehört hättet. Ja, 16. Jänner im Café Carina und am 21. Okay. Jänner im B72. Aber wunderbar. Es tut mir leid. Nein, Plugs. Plugs sind wichtig. Das ist das, was die Welt am Laufen hält. Läufen. Schau, ich kann nicht mehr deklarieren. deklarieren. Deklinieren? Ich kann auch nicht mehr dekorieren. Ich könnte auch nicht deklinieren. Weißt du, ich könnte dir nicht sagen, welche Fälle welche sind. Ja. Warte mal, Akkusativ ist... Ist es Deklination? Nein, ist okay. Konjugation. Okay, wir hören auf. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder mal eine großartige Folge, die Recording, hoffe ich jedenfalls. Please favorite, share and subscribe, oder wie das Ganze heißt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das sage. Vielleicht macht es ja jemand. Ich freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt, weil es ist jetzt eine Stunde fast. Danke fürs Kommen, Alex, und wir sehen uns wieder mal. Und bis zur nächsten Folge The Recording. Bye. Bis dann.